Moin Leute, Trimax hier. Heute geht's zu der League of Legends Weltmeisterschaft. Wir sind bei den Worlds, letzter Tag der Gruppenphase. Von den Teams, die heute verlieren, die sind raus. Und wir sind sogar im Cast bei Tolkien dabei. Da freuen wir uns sehr, da sind wir eingeladen. Wir sind auch gleich im allerersten Game. Wir sind sogar schon ein bisschen zu spät. Der Schub ist auch noch gleich hier. Niki und Julie sind Ultra Worlds Fieber immer schon seit all den Jahren. Die kennen jeden scheiß Play, alles auswendig, alle Teams. Niki guckt sogar irgendwelche Interviews von den Eltern und so einen Scheiß. Ja, die wissen alles. Die habe ich jetzt auch mit in den Bann gezogen. Ich bin gestern in Bronze 3 demoted worden und deswegen schaue ich jetzt schön bei den Worlds zu. So, hier haben wir auch Chef Strobel. Da ist er. Hallo. Chef Strobel muss jetzt durch den normalen roten Eingang. Ja. Wir gehen durch den Backstage-Eingang. Du darfst nicht in den Backstage-Eingang, weil du bist auf 4 Accounts von Riot gebannt. Stimmt nicht. Ich bin auf keinem gebannt, weil bei uns normal. Okay, bis später, Chef. Wir sehen uns bei G2 Game, ja? Hier bin ich jetzt Backstage. Und da Castle Tolkien, sagen wir gleich mal Hallo. Hier ist die Arena, 200 Zuschauer. Diesmal exklusiver, deswegen umso cooler, dass wir hier sein können. Krass, das mal in echt zu sehen. Hier ist der Spielertunnel. Hier laufe ich nächstes Jahr durch, wenn ich mich aus Bronze rausgespielt habe. Und da können die Leute dann durchlaufen. Sitzen schon einige Spieler. Hier wäre jetzt der Zuschauereingang. Alter, das ist richtig gut. Wow, richtig viel Essen. Wie geil, ich habe nichts gegessen heute. Und hier ist der Pokal. Krass. Da stehen irgendwie. Da stehen wie viele? Da stehen irgendwie 80 Namen dran. Von wo ging das los? Der Pokal 2011, da sind alle drauf. Ach krass. Hier sitzt der Schwule. Zu der Mucke. So Leute, hier spielen unfassbar krasse Teams gegeneinander. Die ersten zwei Games waren heftig. Ist jetzt Best of 3. Das letzte entscheidende Game geht jetzt gerade los. Die Leute haben Bock. Also es macht bisher so Bock. Es ist so krass. Das Niveau ist der Wahnsinn. So, das Cast of 3 hat ultra Bock gemacht. Einfach live alle Fragen zu stellen, die man hatte an Tolkien. Richtig, richtig gebockt. Wir sind jetzt essen bei der Anstellschlange draußen bei der Currywurst. War zu viel, deswegen sind wir jetzt in der Mitarbeiterkantine. So, der Cast of 3 jetzt im Stream. Wir gucken das Ganze jetzt hier von hier. Das ist das allergeilste Game. G2 spielt, ja, sie sagen nur, dass sie zu 30% gewinnen, sagen die meisten. Die hatten einen unfassbar schweren Turnierbaum, also das ist Auslosung von der Swiss Stage, alles. Wir sind jetzt ganz, ganz doll für G2, aber die gehen hier klar als Underdog rein. Big und Mann Phase ist gerade. Der Strobel sitzt zu meiner Rechten. Hallo. Gut. Bro, Skana und Jax sind schon wieder vorbei im Draft, Junge. Oh, die haben Skana bekommen? Ja. Der wurde immer gebannt bisher, der wurde ganz klar gebannt. Jetzt haben sie ihn bekommen, krass. Ich hoffe, wir die ganze Zeit mit dem Hoch und runter. Das war Karma bei uns bei der LAN-Party. Wir haben trotzdem alles verloren. Da oben sind Profi. Das erste Game läuft katastrophal für G2, für das europäische Team. Hier auf der Seite sitzen die G2-Fans und da drüben und BLG. Und die klatschen die ganze Zeit bei jedem Objective, bei jedem Tower. Und wir sitzen die ganze Zeit nur still und können nie klatschen. Das läuft miserabel. BLG spielt unglaublich gut. Wie findest du Skana? Viel zu OP. Viel zu OP, Junge. Viel zu OP. Ja. Nur beim Zukommen Rage, der die ganze Zeit jede Minute gesagt hat, wie scheiße OP Skana ist und ist hier richtig sauer sitzt. Er ist die ganze Zeit nur sauer auf Skana. Warum haben die nicht gebannt, Digga? 81% Pick- und Bannrate. So, wenn G2 jetzt verliert, gibt es kein europäisches Team mehr bei der Weltmeisterschaft. Die Pick- und Bannphase läuft. Gut. Wir haben Skana bekommen. Der allerletzte Pick von den Gegnern. Renata Glanz. Das Spiel geht in 2 Minuten los. Es regnet wie Sau. In 2 Minuten startet das Spiel. Was machen wir hier mit Scheiße, Chef? Du bist dumm. Scheiße, meine Schnürsenkel sind offen. Chef, du musst ohne mich weiter. Was machst du, Chef? Das Spiel geht los. Komm, ich scheiß mal mit. Warum hast du dich einfach eine Currywurst geholt? Es regnet übel.
Weißt du, was das ist? Ja, klar. Das ist von Norway. Das T-Shirt? Ja. Ja, das erkennt man. Geil. Zeig dir mal, soll mir auch eins zuschicken. Sie wollen Pfeifzig spielen. Was ist das wieder für ein Scheißblock? So, wir sind rechtzeitig wieder da. Steht noch 0-0. Wir haben nichts verpasst. Nur, wir haben nichts verpasst. Traum, wir haben es geschafft, Digga. Loco checkt mein Final. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist es, das ist es. Zwei Double Kills damit der Free Baron. Let's go G2. Let's go G2. Das startet er immer. Let's go G2. Aber es klappt auch immer. Let's go G2. Ja, das Game sieht verdammt gut aus. 8000 Gold Lead. Aber das ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Das ist es. Das muss es sein. Können Sie finishen schon? Ja, ich glaube. Glaube ich nicht. Sie sind noch drin. Jetzt steht es 1-1, die Best of Three. So, das ist alles entscheidende Game. Der Gewinner ist weiter im Viertelfinale, der Verlierer ist raus. Und jetzt wurde zum allerersten Mal in den gesamten World jetzt hier Tarik gepickt von G2. Da bin ich gespannt. Ey, was passiert hier? Jetzt hat Caps Ryze gepickt, auch zum allerersten Mal in dieser World. Tarik und Ryze, was probieren die da? Das Game geht gleich los, ich bin wahnsinnig gespannt. Was ist passiert? Game ist gepostet, kann ultra, ultra spannend. Wieso, wer kann das Game pausieren? Ein Bug? Was denn für ein Bug? Was denn für ein Bug? Das ist ach so. One wer hat sein Wasser ausgekippt? The mental game is so crucial now. Who can weather the pause? You're not allowed to speak. You have to sit in silence. Hat sein Wasser ausgekippt? Jetzt pausiert. Knowing how you played that fight, whether it was incredible, whether it was terrible, that is going to sit with you in this moment, in this pause. The officials are investigating a report of a potential bug. Okay. We'll keep you updated as we know more. Potential bug? And we'll actually see what Shaq thinks. Es yeah, wird offiziell einfach eine Pause. Ist. Julie guckt gerade, was nochmal ob es Bug gab. Ein In-Game-Bug. Digga, ist das gerade spannend. Steht gerade 15-15. Es geht weiter. Es geht weiter. Es war kein. Es war kein Bug. Es war irgendwie 0,2 Sekunden Missplay. Es war 0,2 Sekunden Missplay. Der Stroh macht meistens 40 Minuten Missplay. Schade. BLG gewinnt, G2 ist raus, aber es waren unglaublich krasse Games. Die haben sich sehr, sehr, sehr gut geschlagen. So,
Jetzt geht's zurück nach Hamburg. Das NA-Spiel gucken wir uns nicht mehr an. Wir sind jetzt geknickt, weil die Tour raus ist. Was hast du für einen Leihwagen geholt, Herr Strobel? Holy shit! Ich meinte zwischen Strobel, hol einen Leihwagen, ich gebe den aus. Aber er holt jetzt hier so einen 500 PS BMW. Was hat das gekostet, Digga? 250. Digga, für eine Fahrt? Was ist hier, Herr Strobel? Marzipan. Marzipan-Kartoffeln? Ja, das ist das Beste. Du hast immer Marzipan-Kartoffeln da. Ich hab jetzt gerade die Zeit wieder für Marzipan.